Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, ich hatte ja dieses riesen Design-Team-Paket von Panalisa Craft bekommen und ich habe mir mal ein paar Gedanken zu mehreren Standschablonen gemacht und was dabei so entstanden ist. Darum geht es heute einmal in meinem Bastel-Update, also bleibt dran! So, ich fange einmal mit der ersten Stanze an und zwar ist das eine Shaker-Stanze. Das ist einmal ein kleines, ja, Streuselgläschen, ein Candyglas. Das ist einmal die Stanze, die das Ganze bildet. Hier vorne ist einmal die Stanze, die den Shaker bildet und einmal noch ein Deckel dazu. Zu dieser Stanze kommt noch dazu, dass man viele kleine Zuckerstreusel machen kann. Und zwar sind das einmal diese. Die sind ein bisschen länglich. Dann einmal ganz viele Herzchen, Sternchen und kleine Kügelchen, dass man verschiedene Optionen machen kann, dass man eben, wie gesagt, als kleine Sprinkles Zuckerstreusel in dieses Glas machen kann. Was ich total cool finde, dass diese Stanzen hier so viele kleine enthalten. Das heißt, man braucht im Grunde genommen diese ganzen kleinen Zuckerstreusel nicht so oft durchzukurbeln, sondern man hat gleich diese ganze Latte, dass das für ein Projekt ausreicht und kann das eben dann schön in dem Shaker mit befüllen. So, ich zeige euch einmal, was daraus entstanden ist. Und zwar sind das diese kleinen Shaker jetzt, die ich daraus gemacht habe. Hier oben ist einmal der Deckel, diese Außenstanze. Hintergrundpapier habe ich so ein holographisches Papier gefunden. Ich habe wieder einen Tüllshaker gemacht, hatte noch bei meinen Stanzen ein paar Wimpern rumliegen und so einen kleinen Mund mit einer Zunge. Noch hier eine schlichte Schleife gegengeklebt mit einem kleinen Steinchen drauf und so einer Blumenoptik und habe das Ganze einmal gefüllt, auch mit kleinen Zuckerstreuseln und mit diesen kleinen süßen Diamantform ähnlichen Pailletten, die es letztens im Teddy zu kaufen gab. Finde ich total cool. Das ist einmal dieser kleine Shaker. Die haben insgesamt eine Größe nachher, wenn die fertig sind, von ungefähr 7,5 bis 8 cm. Also das ist eine schöne Größe, kann man mal irgendwo mit als Geschenk mit ranmachen oder eben auch als Kartenaufleger benutzen. Dann kommen wir einmal zu einer sehr poppigen Version. Hier habe ich einmal mit Acetat gearbeitet und zwar habe ich über das Acetat noch meine holographische Stickerfolie geklebt. Sieht man hier vielleicht an diesen Herzchen und habe die ganzen Zuckerstreusel einmal hier ausgestanzt und habe die alle mit den Nuvo Drops in Grün und in Gelb, diese nachtleuchtend, habe ich die alle einmal bepinselt. Dann habe ich einmal hineingeklebt ein paar Glitzersternchen mit Glitzerpapier, die sind aber fest. Ich schüttel das einmal, jetzt sieht man das. Und ich habe vorne auch noch mal einen Stern mit drauf geklebt und hier oben auch noch mal drei silberne Sterne, dass das so ein bisschen, ja, 80s Style hat, so Neon Style, das ist ganz cool. Und ich habe hier noch eine kleine Stanze gehabt, dass ich mir hier so einen Anhänger machen konnte und habe noch ein Sternchen als Anhänger gegengeklebt und so habe ich hier so ein 80er Jahre Style Candy Glas mit nachtleuchtenden Zuckerstreuseln drin. Ist total cool, wenn man das Licht ausmacht, dann leuchtet das richtig. Also diese Nuvo Drops, die sind schon echt cool. Aber einmal dieses hier, die Stanze ist schön einfach zu machen, weil es gerade Formen sind und weil auch der Rand von dem Shaker nicht ganz so dünn ist, also das ist relativ gut zu handeln, muss ich sagen. Meine nächste Variante ist einmal ein bisschen bunter geworden und ein bisschen pastelliger. Da habe ich einfach das Hintergrundpapier ganz schlicht gelassen und habe mir aber hier so einen kleinen Hamster ausgestempelt und koloriert, der in so mitten von ein paar Marshmallows sitzt. Und hier habe ich auch wieder die Zuckerstreusel hier einmal selber gemacht und habe die alle auch mit Siegellack einmal bestrichen, dass sie schön glänzen und habe auch hier nur ganz wenig Füllung reingemacht mit so ein paar Sternchen, dass das nicht zu viel wird, wenn das hier unten landet und habe aber oben noch eine ganz, ganz schlichte Schleife drauf, dass es nicht zu viel wird und einmal roségoldenes Papier noch hier als Deckel benutzt. Dann kommt einmal noch mein letzter Shaker. Hier habe ich auch einmal die ganzen Herzchen ausgestanzt, habe die auch wieder einmal bepinselt mit Siegellack und habe einmal noch dazu diese kleinen Fimo-Herzchen, die es letztens im Teddy gab, mit reingetan und auch ein bisschen dezente Pailletten, die gab es auch im Teddy und habe einmal noch hier eine Wortstanze benutzt, habe die noch einmal mit Schaumgummi unterlegt gehabt, damit die so ein bisschen Dimension bekommt, den Deckel hier einmal in so holographischen
Silber und das Papier hier innen drin, ich weiß nicht, ob das zu sehen ist, das schimmert so ein bisschen, ja, grünlich auch. Das war mal ein Block aus dem Action, also auch wunderschönes Papier und außen drumherum hier habe ich einfach grünes Glitzerpapier genommen. Aber das sind einmal eben, wie gesagt, ein paar süße kleine Shaker in Form von so einem kleinen Zuckerstreuselglas. Das hat echt Spaß gemacht. Die waren richtig einfach zu machen. Die sind super süß. Die nächste Stanze, die ich bekommen hatte von Panalisa, das war einmal hier ein Gnom mit ein paar Ostereiern und einem kleinen Pilzhaus. Das ist einmal die Stanze, die das Pilzhaus bildet. Dazu ist noch einmal hier das Dach von so einem Fliegenpilz. Dann haben wir hier einmal die Stanze von dem Gnom. Der hat noch eine Mütze, die man drüber leeren kann. Diese kleinen ovalen Teilchen bilden einmal die Füße, die Nase und die Wangen. Dann hat der Gnom ein paar Hasenohren und man kann das einmal noch die Hasenohren auch leeren, dass man die Farbe da innen drin anders gestalten kann. Und es sind noch zwei Eier mit dabei gewesen mit unterschiedlichen Mustern, dass das Ganze geprägt wird. Ich habe damit einmal ein paar Kartenaufleger gebastelt. So sieht das Ganze jetzt einmal aus. Das hier sind ein paar kräftige Farben geworden. Ich habe einfach eine große Stanze genommen, die ich leeren konnte. Habe als äußere Schicht einmal silbernes Papier genommen und blau rübergelegt. Ich habe die Eier einmal ausgestanzt und das Muster der Eier einmal auch mit dem Siegellack einmal überall so nachgezeichnet. Dann habe ich in diese ganzen kleinen Pünktchen habe ich Glitzerpapier als Pünktchen mit reingeklebt. Ich hatte noch einen Stempel, den ich einmal benutzt habe. Und den Gnom habe ich auch diverse kleine Teilchen mit dem Siegellack bepinselt, dass das so ein bisschen zur Geltung kommt. Und hier hat er eben halt seine kleinen Hasenohren, seine Nase und die Füße. Und ich habe noch ein paar Blümchen gefunden, die habe ich noch mit dazu gemacht, dass das so ein bisschen frühlingshaft aussieht. Ein paar Schmetterlinge habe ich auch noch dazu geklebt, dass das so ein bisschen aufgelockert wird, aber das ist halt jetzt ein großer Kartenaufleger geworden. Das ist die eine Variante, ein bisschen bunter. Und dadurch, dass ich ja immer jeweils einmal hier was übrig hatte von diesem silbernen Papier, genau das Gegenstück als Pilzhaus, habe ich noch einmal eine andere Karte gemacht. Die ist jetzt ein bisschen pastelliger geworden. Da habe ich einmal die roten Punkte, die bei dem anderen Pilz übrig waren, einmal hier benutzt und genau gegenverkehrt einmal ein Glitzerpilzhäuschen gemacht daraus. Ich hatte noch eine Stanze, wo was mit Gnom draufsteht. Die Eier dieses Mal habe ich aber alle so gelassen, wie sie sind, dass man einmal die Prägung sieht. Und auch den kleinen Gnom habe ich auch einfach nur so ein paar Akzente gesetzt, hier mit einem weißen Stift. Die Bunnyohren, die habe ich hier noch mit dem Glitzerpapier so ein bisschen aufgepeppt und habe das Ganze so ein bisschen, ja, schlichter gelassen. Ich habe noch eine Wortstanze gehabt, einmal J dazu gemacht und eine Raupe halbwegs mit draufgeklebt, die hier in das Bild gekrochen kommt. Aber das ist einmal meine Idee zu der Stanze mit dem kleinen Pilzhaus und dem Gnom mit den Hasenohren und den Eiern. Das ist ja schon sehr für Ostern dann. Das nächste ist ein größeres Stanzenset gewesen und zwar eine Gumballmaschine. Ich liebe sowas ja, das wisst ihr ja. Und das ist die erste Gumballmaschine, die ich habe mit einem durchgehenden Rückenteil, was ich total cool finde. Alle anderen muss ich immer irgendwie mit einem Streifen Papier hinten zusammensetzen und zusammenfügen, weil das nicht ging. Und das ist einmal diese Gumballmaschine, die kommt eben, wie gesagt, mit dieser großen Background-Stanze. Dann sind hier mehrere Deko-Elemente, dass man eben einmal dieses Schaltgetriebe vorne da fertig machen kann, diesen Drehmechanismus, die ja so eine Gumballmaschine hat. Und einmal hier, dass man einmal das Glas simulieren kann, wenn man das möchte, mit zum Beispiel blauem Papier. Zu dieser Stanze kommt noch einmal ein kleines Glas mit einem Deckel, den man hier doppelt leeren kann, mit einem Schildchen. Hier sind einmal runde Stanzen, dass man eben halt die Kaugummis machen kann. Und dann noch einmal ein kleiner Sack mit einer Schleife und ein Band dazu und einmal noch diese Schrift Gumball und ein Herzchen. Das ist dieses ganze Stanzenset. Und ein bisschen schade, dass das keine Shaker-Option hat. Aber wenn man ganz einfach eine Kreisstanze nimmt, dann kann man die hier reinlegen und kann sich selber halt einen Shaker machen. Und das habe ich auch getan. Und das zeige ich euch mal, wie das aussieht.
Ich fange einmal an, erstmal mit der normalen Version. Wenn man alle Stanzen normal benutzt, dann sieht das ganze Ergebnis dann einmal so aus. Hier oben habe ich die Schleife verwendet und habe einmal in so einem Stickerpapier auch hier wieder geklebt. Habe den Hintergrund ein bisschen glänzend gemacht, habe alle Kaugummi Bällchen habe ich einmal auch wieder mit Siegellack versehen, habe vorher mit einem weißen Stift noch Lichtpunkte reingesetzt, hier diesen Drehmechanismus einmal zusammengeklebt, unterschiedliches Papier genommen, damit es ein bisschen wirken kann für sich und habe hier jetzt halt aber eine kleine Aufklappkarte gemacht. So sieht das Ganze aus. Ich habe eben halt einmal von der Seite quer durchgestanzt, aber eben die Platte vorher ein bisschen enden lassen und somit habe ich eine kleine süße Karte einmal. Das ist meine erste Gumball-Maschine, das Ganze noch mal ein bisschen einfacher. Hier kommen auch schön die Kaugummis zur Geltung, weil ich den Hintergrund mit Pergamentpapier gemacht habe. Habe hier oben nur ein kleines Herzchen draufgeklebt und hier unten so einen kleinen Stern. Habe so schönes, mattes, silbernes Papier benutzt und auch hier so ein bisschen Roségold und habe in den Farben weitergearbeitet. Hier einmal den Griff und diesen Geldschlitz und mehr habe ich gar nicht gemacht, dass das Ganze so für sich so ein bisschen wirken kann, dass es eben halt auch eine Gumball-Maschine ist und das gut zu erkennen ist. Dann habe ich einmal eine Gumball-Maschine noch gemacht im klassischen Rot, wie sie ja meistens aussieht, und habe einen Blister noch bei mir gefunden gehabt bei den Stanzen. Ich hatte ja eben einmal diese runde Stanze gezeigt und zu diesen runden Stanzen hatte ich irgendwann mal gekauft, hatte ich hier noch so eine Blister und das hat super optimal gepasst hier drin. Hab das probiert und siehe da, ich habe jetzt eine kleine Gumball-Maschine mit diesem runden Blister. Hab da einen Haufen schicker Pailletten, da sind kleine Sprinkles drinne und Perlen. Hab das einmal hier befüllt und habe dadurch eine sehr detailtreue Gumball-Maschine, die echt total cool aussieht, die man dann irgendwo mal mit dranhängen kann oder eben verschenken kann. Das habe ich mit klassischem roten Papier gemacht. Das ist so ein bisschen festeres Papier. Und dadurch, wie gesagt, hat das so einen coolen Flair. Und man kann hier schön einmal alles umherschaken. Dann kommen wir einmal noch zu den Shakern. Die sehen so aus. Einmal ein bisschen dezenter in rosa. Ich habe mir einmal wieder einen kleinen Hasi ausgestempelt gehabt und koloriert. Der hat hier auch so ein paar kleine Kaugummis oder Boba-Perlen in der Hand und habe hier nur so ein paar Blümchen mit reingeklebt. Und habe auch noch einen kleinen Spruch mit reingestempelt. Einmal auch wieder ein bisschen dezent gehalten, das Ganze. Hier unten nochmal nur eine kleine Blume und da oben. Das sind so kleine Fimo-Blümchen, so kleine Deko-Elemente, die man bei AliExpress kaufen kann, um das eben in die Shaker-Füllung mit reinzumachen. Und die Shaker-Füllung habe ich auch so ein bisschen dezent gehalten. Ich habe hier sogar meine selbstgemachten Zuckerstreusel benutzt, die ich mal gemacht hatte. Da habe ich mal ein Tutorial zu gemacht für alle, die es interessiert. Und so ist mein erster kleiner Shaker geworden. Ganz einfach gemacht, halt mit der großen Stanze und einmal nur eine Kreisstanze reingetan. Und das Ganze ist ein Tüll-Shaker. Ich habe noch einen weiteren Shaker gemacht. Der sieht jetzt so aus. Der ist ein bisschen so weiblich geworden. Hier habe ich ein paar Augen reingeklebt und zwei Wangen, zwei rote. Und habe einmal diese Schrift genommen und habe das auf das Tüll geklebt. Dadurch schwebt das so ein bisschen. Habe auch wieder nur eine dezente Füllung gemacht mit diesen kleinen Fimo-Herzchen und hier oben noch eine kleine Schleife gegen gemacht und ein Steinchen drauf. Aber das ist jetzt halt so eine kleine Gumball-Maschine, die einfach so ein bisschen verträumt daherkommt. Dann habe ich noch viele, viele kleine Gläser gemacht und diese ganzen kleinen Säckchen. Hier habe ich auch diese ganzen kleinen Kaugummis, alle einzeln einmal ausgestanzt und habe die von hinten alle einfach nur so zusammengeklebt, übereinander gestapelt, dass es so aussieht, als ob dieser kleine Sack überquillt. Ich habe hier so buntes Papier genommen und hier habe ich so ein bisschen Roségolden, ist ein goldes Papier genommen, hier noch ein Steinchen draufgeklebt und so habe ich jetzt einmal drei süße kleine Säcke gemacht, wo überall so ein paar kleine Kaugummis rausgucken. Mal habe ich wieder mit ein bisschen Siegellack gearbeitet, mal habe ich ein bisschen Glitzerpapier genommen, alles so auf unterschiedliche Art und Weise. Das kann man mal irgendwo mit entweder auf dem Tag mitkleben oder auf eine kleine Karte. Und dann haben wir noch einmal hier die ganzen kleinen
Gläser, die habe ich auch einmal alle ein bisschen unterschiedlich gemacht. Zum einen habe ich hier so schönes kariertes Papier genommen, habe alle Buchstaben einmal einzeln draufgeklebt und habe das hier noch mit Schaumgummi hinterlegt, dass ich hier so ein Embellishment habe. Den Deckel habe ich schön in Glitzer gemacht, dass das so ein bisschen ja rosa mädchenhaft aussieht, so ein bisschen Candyfarben. Das Ganze wiederholt sich hier nochmal mit Glitzer und habe aber einmal die Schrift nochmal hier auf das Schild gemacht. Die Stanze war auch mit dabei und das Ganze nochmal etwas schlichter. Einmal in grünem Papier und das Negativ zu den Buchstaben einmal belassen und auf Glitzerpapier geklebt, dann sieht das so aus. Und noch einmal nur mit einem Sternchen und buntem Papier. Das ist dann noch die letzte Variante zu diesem riesigen Stanzenset. Also super, hat mir total viel Spaß gemacht und Gumball-Maschinen gehen immer bei mir. Dann kommt noch mal ein bisschen schwere Kost. Ich hatte bekommen auch ein Stanzenset und zwar einmal eine Raupe und eine Biene. Ich fange erst mal an mit der kleinen Raupe. Das sind mehrere Teile für den Körper. Das ist einmal der Kopf mit den Fühlern. Dabei sind winzig kleine Augen und ein kleiner Mund, viele kleine Füße, die man einzeln ausstanzen kann und draufkleben kann. Und auch viele kleine Pünktchen und ein paar Wangenknochen. Dann habe ich mir Gedanken gemacht, oh je, was machst du denn mit einer Raupe? Schwierig, aber ich habe den Frühling zu mir ins Haus geholt. Und zwar habe ich ein paar Bagtopper gemacht. Ja, und daraus entstanden sind jetzt ein paar Bagtopper. Den hier habe ich jetzt halt ein bisschen so pastelliger gemacht und die Raupe auch nur in so zwei, drei Farben ausgestanzt. So ein bisschen rosa und grün. Ich habe am PC einmal noch immer ein bisschen ein paar Worte ausgedruckt. DIY Home Deko. Noch eine Blume mit hinzugemacht. Hintergrundpapier habe ich auch in so einem ähnlichen Farbton gewählt und habe einmal hier unten einfach nur eine Randstanze benutzt, damit es einen schönen Rand hat und damit es auch zu diesem anderen Hintergrundpapier passt, zu dieser Stanze, die ich da genommen hatte. Und habe einmal, wie gesagt, so einen kleinen Bagtopper gemacht. Und zwar wird das einmal eine Tüte für Bunnygras. Deshalb steht da drauf DIY Home Deko. Alle, die nicht wissen, was Bunnygras ist, ich zeige es euch einmal. Das ist einmal Bunnygras. Da gibt es nämlich Grassamen von zu kaufen und das kann man mal super verschenken. Und wenn man die ansieht und dann rechtzeitig erntet, bevor sie zerfleddert sind, kann man sich eben halt seine Deko für zu Hause selber machen. Ist doch genial, oder? Und ich habe, wie gesagt, jetzt hier so einen Bagtopper gemacht. Ich muss halt eben nur mir ein paar Tütchen besorgen und das dann da reintun. Das Ganze habe ich noch einmal in einer anderen Variante gemacht. Da ist die Raupe jetzt einmal richtig bunt. Ich habe einmal hier, weil ich nicht so viele kleine Pünktchen kleben wollte, mit diesen Nuvo-Drops wieder gearbeitet. Einmal das Gesicht könnt ihr ja sehen. Es sind winzig kleine Augen und habe auch wieder einmal einen kleinen Spruch mit raufgedruckt. Tüten selbst mach Deko. Noch eine große Blume mit dazu gemacht und auch das Hintergrundpapier so ein bisschen blumig gestaltet, dass das Ganze schön nach Frühling aussieht. Die nächste Version, die da kommt, ist auch noch mal ein bisschen bunt. Hier habe ich überall einmal die ganzen kleinen Pünktchen in Friemelarbeit draufgeklebt und sogar die Füßchen habe ich dazu gemacht und habe hier auch noch mal gemacht, macht die Welt ein bisschen bunter. Da werden normale Blumensamen reinkommen, so eine Frühlingswiese. Habe noch ein paar Blumen mit dazu gemacht, ein schönes helles Hintergrundpapier mit wenig Muster, damit eben meine Raupe zur Geltung kommt. Und das Ganze einmal fertig als Bagtopper zum Verschenken. Sieht dann so aus. Hier habe ich einmal dunkles Blümchenpapier genommen, eine große Blume ausgestanzt und habe hier einmal die Raupe zusammengeklebt. Hier habe ich die Füße nur mit einem dunklen Stift angemalt und auch wieder Siegellack drüber getan und auch mit Nuvo Drops verschiedene kleine Pünktchen gemacht und noch ein paar Blümchen dazu, ein paar Glitzersteinchen drauf und habe jetzt einmal hier fertig zum Verschenken, hier so eine süße Blumenmischung. Das war für mich so die beste Idee, einmal hier diese Raupe einmal euch zu zeigen, wie das Ganze auch mal fertig aussehen kann, wenn man sich mit so einer Stanze da so ein bisschen auseinandersetzt, weil der Sommer, der kommt und deshalb steht hier auch nochmal Sommer im Tütenformat. Das zu diesem ganzen Stanzenset mit der Raupe ist noch eine kleine Biene mit dabei und zwar zweimal. Das ist einmal der Bienenkörper. Das ist einmal das Gesicht. Das sind die Flügelchen und die kleinen Augen.
Dann hat die Biene auch zwei Wangen und ein paar Härchen sind mit dabei. Und ich habe das erst einmal ganz schlicht ausgestanzt, um euch das mal zu zeigen. Kleine Biene, größer wird die nicht. Einmal das Auge habe ich ein bisschen glänzend gemacht und ich habe vorne auch einmal hier mit dem Stempelkissen so ein bisschen gebrusht, damit das so ein bisschen, ja, Tiefe und Dimension bekommt. Ich habe nur so ein paar kleine Glitzerflügelchen raufgeklebt, dass das so ein bisschen glänzt. Haben ja Bienen und Insekten, aber die habe ich jetzt einmal hier so in ganz Frühlingsfarben in Hellgelb gemacht mit den rosa Herzchen. Aber das ergibt diese kleine Stanze mit unscheinbaren Teilchen dazu. Dann habe ich mir noch mal ein paar Gedanken gemacht, was kann man noch mit so einem kleinen Bienchen machen? Und zwar hatte ich bei mir noch ein paar Stanzen gefunden, mit denen man ein Mini-Album machen kann. So sieht dieses kleine Album aus. Und zwar ist das einmal hier so ein Album, wo man so eine Blume mitstanzt. Die Löcher sind schon vorgestanzt eben. Ich habe jetzt überall ein paar Kreise mit reingeklebt und es war noch eine Stanze mit dabei, dass man hier so einen kleinen Shaker mitmachen kann. Also ich habe mir da einen Shaker rausgemacht und habe eine quietschbunte Füllung reingemacht mit ganz vielen pastellfarbenen Zuckerstreuseln, ganz kleinen Pailletten mit Schleifchen. Sieht man auch die Dicke, dass das so ein bisschen hin und her purzelt und habe diese kleine Biene mit gelbem Glitzerpapier ausgestanzt, habe die Flügelchen auch noch mal hier mit etwas durchsichtigen Transparentpapier hier so ein bisschen unterlegt, damit sie doppelt aussehen. Auch wieder hier einmal hier bei dem Gesichtsbereich unten ein bisschen mit einem Stempelkissen gebrusht, Auge raufgeklebt, das glänzt. Hier vorne hatte ich noch so ein paar Pailletten als Stanze und habe das hier als Lochverstärkungsring genommen und habe das Ganze einmal geschlossen mit so 10 mm Schmuckring, die ich von AliExpress hier in meinen Schubladen habe und habe sogar noch eine kleine goldene Biene gehabt hier. Als Anhänger habe ich einmal mit dazu genommen und ich hatte mir in meinem letzten Haul so eine kleine, ja, Ösen bestellt gehabt für Perlen, die viel zu klein waren. Ja, ich habe die jetzt einfach hier reingeklebt und habe hier so Mini-Anhänger mit dazu gemacht. Aber das ist einmal, glaube ich, das kleinste Mini-Album überhaupt, was ich je gemacht habe. Es ist so cute. Man kann jetzt gucken, ob man vielleicht ein paar Sprüche mit reinmacht oder ob man Mini-Fotos mit reinklebt, aber das ist mal eine Idee, wie man so eine ganz kleine Stanze benutzen kann. Und das Ganze habe ich noch einmal gemacht und zwar in einer Herzform. Das ist auch ein kleines Mini-Album. Und hier habe ich einmal unter die Biene einen Magneten geklebt. Jetzt kann man das einmal so aufmachen. Unter das Herz habe ich den zweiten Magneten geklebt. Und jetzt kann man hier einmal auch hin und her blättern. Und das Album müsste gut bestückbar sein mit vielen kleinen Fotos, vielleicht ein paar lustige Snapchat-Fotos. Einmal ein paar Passbilder reinmachen, je nachdem, was man da vielleicht mal an den einen oder anderen oder an die Mama oder so verschenken möchte, ist ja dann nur so eine kleine, süße, nette Aufmerksamkeit. Und zack, geht das Ganze wieder zu und hält einmal dieses kleine Album zusammen. Hier hinten habe ich einmal mir einfach ein bisschen Papier gestanzt gehabt, damit es hier hinten hält und gegengeklebt. Ich hatte auch noch bei meinen ganzen Stanzen ja auch mal andere Lochverstärkungsringe. Und habe auch wieder eine kleine goldene Biene mit rangehangen und viele kleine Anhänger, die ich noch gemacht habe aus Perlen und diesen kleinen neuen Stiften, die ich da habe. Das Ganze habe ich einmal mit so rosa Glitzerpapier gemacht und die Biene auch noch mal im gelben Glitzerpapier. Hier noch so ein bisschen Steinchen raufgeklebt, die so ein bisschen irisierend sind und habe hier unten einmal noch ein kleines Wort Girly mit gegengeklebt. Ist ja auch irgendwie echt total girly und niedlich. Das ist jetzt heute mein großes Bastel-Update zu ein paar Stanzen, die ich von Panalisa kostenlos zur Verfügung gestellt hatte, dass ich eben ein paar schöne Sachen mal basteln kann, euch zeigen kann, wie so eine Stanze eben fertig gebastelt aussieht. Ich hoffe, es gefällt. Alle Stanzen, die ich einmal heute hier benutzt habe von Panalisa, verlinke ich noch einmal in der Videobeschreibung. Wer da Interesse hat, kann ja mal schauen. Ich finde die auch von den Preisen her wirklich in Ordnung, muss ich echt sagen. Sind schöne Sachen mit dabei, auch gerade wegen den Shakern, Gumball-Maschinen, sowas macht immer sehr viel Spaß. Tja, und dann war es heute, wie gesagt, sehr bunt gewesen, sehr glitzerhaft. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich konnte euch ein bisschen inspirieren. Und dann lasst mir doch gerne auch ein Abo da, die Leute, die mich noch nicht abonniert haben. Und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.